Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds. To discover new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Light and Darkness. Und dazu sage ich dann nur, herzlich willkommen wieder zurück zu Star Trek. Nicht 25th Anniversary, sondern wir sind jetzt schon in Judgment Rites. Und es geht jetzt weiter bei The Light and the Darkness. Einer neuen Folge von Star Trek Judgment Rites. Ja, Captain's Log. Während der Erforschung eines bisher nicht kartografierten Sternensystems im Deneb-Sektor haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach ein Notsignal von Ornyios 2 empfangen. Wir sind auf dem Weg dorthin, um die Sache zu überprüfen. Okay, also Ornyios 2, Deneb-Sektor, Notfall, Notsignal. Dann werden wir mal gucken. Blinkt so entsprechend. Und wir werden zunächst erstmal abspeichern. Unter 4.1, denn es ist eine neue Mission. Gut, gucken wir einfach mal jetzt, was wir herausfinden können. Ich würde sagen, wir können die Schilde hochnehmen. Wir können die Waffen wieder aktivieren, wie üblich. Und wir sprechen mal gerade mit Mr. Spock wieder. Ich rate dazu, die Sternkarte zu konsultieren, um einen Kurs ins Ornyios-System zu erstellen. Ja, und dann, bevor wir aber dahin gehen, machen wir lieber nochmal ein paar Untersuchungen. Zum Beispiel Ornyios. Ornyios 2, ein Planet der M-Klasse in einem System dreier ungeformter Planeten. Wegen des hohen Grades mikrometeorischer Aktivitäten in diesem System ist die Existenz eines M-Planeten ungewöhnlich. Er ist unbewohnt und zurzeit nicht zur Kolonisation vorgesehen. Okay. Dann, was weißt du über das Deneb-System? Das kommt mir irgendwie aus Wing Commander bekannt vor. Da weißt du gar nichts zu, ne? Deneb. Hä? Deneb gibt's nicht, ne? Hatte der das nicht gesagt, das Deneb-System? Vielleicht mit Doppel-N? Nee. Falsch. Okay, gut. Dann setzen wir halt Kurs, ne? Oder kannst du uns noch mehr dazu sagen, ne? Nee. Dann Sternkarte. Und wo ist das Deneb-System? Das Ornyios-System Nummer 11 ist dieser orangene Stern. Alles klar. Wir nähern uns Ornyios 2, Captain. Vielleicht bedeutet es ja gar nichts, Captain. Aber eine Scannerüberprüfung der Planetenatmosphäre deutet auf eine hohe Konzentration seltener Gase hin, die in der Magnetosphäre gefangen sind. Atmosphärische Störungen könnten willkürliche Funkwellen hervorrufen. Es wäre nicht das erste Mal, Mr. Spock, aber wir könnten es niemals mit Sicherheit behaupten, wenn wir den Dingen nicht auf den Grund gehen würden. Schließlich ist es unsere Aufgabe,
fremde Welten und unbekannte Zivilisationen zu finden und in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ein gespaltener Infinitiv, Captain. Was? Korrekterweise müsste es heißen, in Galaxien vorzudringen, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es durch die Übersetzung etwas gelitten hat. Aha, alles klar. Gut. Ich würde mal sagen, dann können wir auch wirklich in den Orbit gehen. Hier gibt es sonst nichts. Oder sagst du uns noch irgendwas, Mr. Spock? Wir sind zu weit für eine detaillierte planetare Untersuchung. Also, ab in den Orbit. Das klingt irgendwie schon nicht so gut. Und? Sagst du uns jetzt was, Mr. Spock? Faszinierend, Captain. Die Sensoren zeigen nur zwei schwache Lebensformen an. Durch die Entladung in der Magnetosphäre des Planeten ist es schwierig, etwas herauszufiltern. Es scheint jedoch ungefährlich zu sein, sich auf die Oberfläche beamen zu lassen. Okay, also wir können uns runter beamen, ne? Alles klar. Dann Schilde wegnehmen und was sagt du noch hier? Auch gesehen von dem Notsignal keine weiteren Meldungen vom Planeten. Na dann hinunter beamen. Hurra! Captain, unsere Sensoren werden Ihnen da unten nicht viel nützen. Und die Kommunikation könnte gestört sein. Wir haben keine Probleme, Lieutenant. Aus welchem Grund sollten wir uns Sorgen machen? Ich fürchte, Captain, es gibt zahlreiche Präzedenzfälle. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns da unten brauchen. Na gut. Daran habe ich keinen Zweifel, Lieutenant Uhura. Ich habe das Signal bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt. Es befindet sich in der Nähe der Lebensformen. Der Rest des Planeten ist ziemlich öde. Keine Anzeichen von Technologie oder Leben. Die Atmosphäre ist dünn, kann aber von Menschen eingeatmet werden. Außerdem habe ich zahlreiche Mini-Meteoriteneinschläge entdeckt. Mini-Meteoriteneinschläge, okay. In diesem System gibt es drei ungeformte Planeten. Kein Wunder, bei den vielen Mini-Meteoriten, die herumschwirren. Ich bin überrascht, dass noch nicht alle Planeten der Klasse M pulverisiert worden sind. Es ist nicht unvorstellbar, aber sicherlich ungewöhnlich. Na dann mal los, Spock. Sie, McCoy und ich. Oh, und sagen Sie Pille, er soll herausfinden, ob ein Genetikspezialist zur Verfügung steht. Wenn es dort nur zwei Lebensformen gibt, dann haben wir möglicherweise das Privileg, das Leben in seinen ursprünglichen Ursprüngen zu beobachten zu können. Okay, der vierte, das ist der Genetikexperte, Energie, Mr. Kyle. Sieht so aus, als wären wir auf einem Skelett gelandet, das die Geier gründlich bearbeitet haben. Eine faszinierende Analogie, Doktor. Captain, das Zentrum der Notsignale befindet sich in diesem Gebäude. In St. John's, Jones. Ich denke, dass der Doktor recht hat. Alles, was hier einst vom Wert gewesen sein mag, ist seit langem tot. Ich finde es ziemlich unheimlich. Vielen Dank für Ihren Kommentar, Mr. Jones. Ich weiß, ich werde darauf achten, dass ich unheimlich in meinem Logbucheintrag verwende. Okay, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier alles? Die Tür ist frei zugänglich und erscheint völlig normal, abgesehen davon, dass sie höher und etwas schmaler ist als eine Tür auf der Erde. Das verwitterte Gebäude von Mikrometeoriteneinschlägen gekennzeichnet, scheint aus uralten Zeiten zu stammen und war, sofern es von Humanoiden gebaut wurde, für große Menschen gedacht. Es gibt nichts Besonderes zu sehen. Trockene, rötliche Staub legt sich auf ihre Stiefel wie eine dünne Patina. Patina, die sich nur schwer abzubürsten sein wird. Okay, gut, dann Mr. Spock, gucken wir mal uns
Tricorder-Messungen an, ne? Tricorder, was sagt uns das Gebäude? So unwahrscheinlich es auch klingen mag, ich empfange Werte, die auf verschiedene Lebensformen in diesem Gebäude hindeuten. Okay. Meine Werte deuten darauf hin, dass hier bis vor kurzem ein Energiefeld bestand. Aha, okay. War sonst noch irgendwas hier insgesamt? Der Großteil des Wassers auf diesem Planeten ist im Inneren von Felsen eingeschlossen. Eine kommerzielle Gewinnung scheint wegen des erforderlichen Energieaufwands höchst unwahrscheinlich. Ansonsten ist diese Welt völlig normal, obwohl die Felsen geringe Silikatvorkommen aufweisen. Der Planet ist bewohnbar, für die Kolonisierung jedoch ungeeignet. Okay, also der Felsen ist bewohnbar, aber da sind Silikatdinger drin. So. Ich sage dir eins, Jim. Wenn mein Operationssaal so steril wäre wie dieser Planet, dann wäre ich überglücklich. Okay. Das ist sicher keine organische Materie. Die einzigen Organismen, die mein Tricorder registriert, sind wir oder etwas in diesem Gebäude. Mhm, okay. Also alles deutet darauf darin, dass etwas im Gebäude ist, ne? Alles klar. Kann man sonst irgendwo noch hingehen? Wahrscheinlich kann man hier rechts rausgehen, ne? Oh, was haben wir denn hier? Eine Antenne. Ich frage mich, wozu sie gedacht ist. Das wollen wir ja gerade herausfinden, Mr. Jones. Gut, gucken wir sie uns mal an. Im Gegensatz zu den umliegenden Felsen sieht die Sensorenantenne ziemlich neu aus. Uralten Felsen. Kontrollmechanismus. Okay, dann nehmen wir mal den Tricorder, Mr. Spock. Die Antenne scheint erst kürzlich eingesetzt worden zu sein, was ihren guten Zustand erklären würde. Der Fokuspunkt der Schüssel ist auf ca. 35 Grad über dem Horizont ausgerichtet. Dann haben wir hier die Konsole. Dies scheint der Föderationstechnologie ähnlich zu sein, Captain. Die Steuerungsprinzipien ähneln denen der mir bekannten MDI-Sensorenschüsseln. Die Antenne ist in einem 35-Grad-Winkel fixiert worden. Ohne die Code-Steuerungssequenz kann ich nichts daran ändern. Ich habe außerdem festgestellt, dass der Energiekern nicht funktioniert. Dieses Gerät wird mit geothermischer Energie betrieben. Das heißt, es zieht Wärme vom Untergrund. Okay, direkt Wärme vom Untergrund. Okay. Mhm. Vielleicht den Untergrund auch nochmal scannen. Mein Tricorder zeigt dort nichts Ungewöhnliches an. Diese Felsformationen sind etwa 1,3 Milliarden Jahre alt und vulkanischen Ursprungs. Dies scheint der am einfachsten zugängliche Ort zu sein, um die unterirdischen Felsen zu erhitzen und so geothermische Energie für die Antenne zu erzeugen. Okay. Captain, obwohl diese Felsformation indirekt zum Thermalkern führt, würde ich trotzdem vorschlagen, eine Stelle zu finden, die eine direktere Energie zur Leitung ermöglicht. Ja gut, ich glaube, ich weiß auch schon. Nehmen wir mal den Felsen und hauen auf den da drauf. Mhm. Der Energiestand ist unzureichend, Captain. Wir können die Energieleistung, die zur Erzeugung geothermischer Energie nötig ist, mit unseren Handfasern nicht erzeugen. Du willst Thermoenergie, Jim? Ich kann mich da an einen Planeten erinnern, auf dem man Raumschifffaser auf Mikrowelleneinstellungen setzte.
und durch die Erwärmung der Felsen vorübergehend Energie erzeugte. Eine interessante Beobachtung, Doktor. Wir können dieselbe Technik auch hier anwenden, aber der Strahl müsste sehr akkurat ausgerichtet werden. Wenn wir auf die falsche Sektion zielen, könnte der Fels schmelzen und so die Antenne zerstören. Okay, also dann scan doch bitte diesen Felsen nochmal, ne? Okay. Würde ich trotzdem vorschlagen, eine Stelle zu finden, die eine direktere... Okay. Mein Tricorder zeigt dort nichts Außergewöhnliches. Nervheit und vulkanischen Ursprungs. Okay. Ach, vielleicht. Genau, pass auf. Wir müssen jetzt die Enterprise rufen. Kirk an Enterprise. Sulu, hören Sie mich. Die Enterprise sollte einen niedrigen Mikrowellenstrahl auf die Koordinaten ausrichten, die ich übermittle. Wir haben Sie, Mr. Spock. Machen Sie sich bereit und halten Sie sich vom Explosionsgebiet fern. Halten Sie sich bereit. Fertig machen zur Waffenpositionierung. Okay. Mikrowellenstrahl wird jetzt aktiviert. Die Temperatur in der Nähe der Stromkopplung steigt rapide an. Meinen Schätzungen zufolge ist eine Untergrundtemperatur von 345 Grad Kelvin nötig, um die Antenne zu reaktivieren. Im Augenblick beträgt die Temperatur 320 Grad. 330, 335, 340, 345, 350. Strahl abbrechen, Sulu. Positiv, Captain. Die Antenne nimmt jetzt die Energie auf. Wir hatten Erfolg. Wunderbar. Dann sollten wir doch jetzt das Ding benutzen können, oder? Mr. Spock. Die Antenne funktioniert reibungslos. Ich schätze, dass unsere Entladung sie mit genügend Energie versorgt, um 13 Tage, 7 Stunden und 26,8 Minuten zu arbeiten. Okay, gut. Das heißt, wenn wir jetzt die Antenne brauchen, dann wissen wir zumindest, wo es geht. Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie nur noch wissen, warum wir die eigentlich brauchen, ne? Okay. Hä? Wieso ist hier noch eine Antenne? Moment mal. Hä? Wieso ist hier noch eine Antenne? Ich dachte, da komme ich gerade her. Ach, ich komme von unten. Ah, okay, gut. Da sind mehrere Antennen, alles klar. Gut, dann, ich dachte, ich komme da von links, aber nee. Hier ist noch eine Antenne. Okay, gut, dann. Dann scannen wir diese. Ich glaube wirklich nicht, dass dieser Ort für Urlaubsreisen geeignet ist. Diese Felsen können einem Horter die Haut abziehen. Ja, ist ja gut. Ich wollte nicht Mr. Ich wollte nicht Kirk benutzen, ich wollte den Tricorder benutzen. So, die Antenne benutzen, ne? Die Antenne scheint erst kürzlich eingesetzt worden zu sein. Dies erklärt ihren unbeschadeten Zustand.
obwohl das Fundament darunter schwach ist und sie langsam zerfällt. Sie ist auf einen Punkt 32,5 Grad über dem Horizont eingestellt. Okay, und die Konsole? Captain, die Steuerung deuten darauf hin, dass das Gerät auf einen Winkel von 35 Grad über dem Horizont festgesetzt ist. Im Programm scheint eine Anomalie aufgetreten zu sein, wodurch die Steuerungen falsch gesetzt wurden. Aber mein Tricorder kann sie nicht aufschlüsseln. Wenn ich keine Methode finde, den richtigen Winkel zu berechnen, dann kann ich die Schüssel nicht neu anpassen. Also, du willst jetzt diese Schüssel anpassen, oder was, ne? Scotty, ich benötige eine Berechnung vom Hauptcomputer. Ich weiß zwar, dass die Computer der Enterprise nicht ganz so gut sind wie ihre Triebwerke, aber ich glaube, sie wird es trotzdem schaffen. Ich übermittlere das Problem. Ach, das war zu einfach, Mr. Spock. Der Winkel beträgt 32,5 Grad. Danke, Mr. Scott. Brauchen Sie sonst noch was, Captain? Jetzt nicht, Scotty. Ende. Kirk, Ende. Okay. Ja gut, das mit den 32,5 Grad, das hätte ich aber auch sagen können, ne? Spock, kannst du das jetzt korrigieren? Ich versuche nun, das Gerät auf 32,5 Grad einzustellen. Sie sollte nun korrekt ausgerichtet sein. Na gut. Und, was sagt der dazu? Captain, die Antenne ist jetzt genau 32,5 Grad eingestellt. Ich brauche die Steuerung nicht zu verwenden. Die Sensoren sind ordnungsgemäß ausgerichtet. Okay, gut. Ich nehme mal an, hier drüben findet man noch eine Antenne, ne? Ja, war ja klar. War ja so klar, dass man hier noch eine Antenne findet. Okay. Naja, dann scannen wir diese Antenne jetzt genauso wieder. Die Antenne scheint erst kürzlich eingesetzt worden zu sein, wobei sie unbeschädigt Zustand erklärt. Diese hier scheint auf einen Punkt ca. 35 Grad über dem Horizont ausgerichtet zu sein. Okay, was sagt die Konsole? Dies scheint der Föderationshintergrund. Bei MDI-Sensoren, sie ist auf einen 35 Grad Winkel justiert. Ohne Kenntnisse der Codesteuerungssequenz kann ich daran nichts ändern. Okay. Okay, kann man hier vielleicht nach unten gehen? Nee. Weiter nach links. Okay. Also die eine ist auf 35 ausgerichtet. Diese hier ist auf 32,5 ausgerichtet. Und die andere ist auf 35 ausgerichtet. Also irgendwas muss da in der Gegend sein. Und bevor ich da reingehe, speichere ich doch mal. 4.2. Denn das klingt nicht gut hier, ne? Das klingt echt nicht gut, ne? Dann gehen wir jetzt endlich rein in dieses Gebäude. Wer auch immer das hier gebaut hat, wusste, was er tat. All diese Ausrüstungsgegenstände sehen aus, als seien sie brandneu und voll funktionstüchtig. Ja, und? Wir können nur hoffen, dass die Enterprise noch so gut aussieht, wenn sie einmal dieses Alter erreicht. Die Tasten wieder belegen hier, ne? Schnell, gut.
Wir sollten sehr vorsichtig vorgehen, Captain. Ich habe das seltsame Gefühl, dass das Böse ganz in der Nähe lauert. Das Böse, Fenrich? Etwas, das unsere Seelen bedroht, Sir. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Was bedroht denn unsere Seelen, bitte? Jetzt gucken wir erstmal. Captain, diese Türen schützen die Einheit vor der Verschmutzung. Wäre er nicht von einer dünnen roten Staubschicht überzogen, würden Sie annehmen, dass der DNS-Replikator gerade erst ausgepackt und aufgestellt worden ist. Was haben wir noch hier? Wäre er nicht von einer dünnen DNS-Replikator? Captain, diese Türen schon eine vor Verschmutzung, okay. Kleinen Designunterschicht sieht er sehr nach einem Teil Tellarit 8000 DNS-Sequenzer aus. Also. So, jetzt, Mr. Jones, ne? Solche Instrumente habe ich nicht mehr gesehen, seit ich auf Tellara interniert war. Solche Instrumente an einem Ort wie diesem. Sie waren also auf Tellara interniert. Hat ihnen wohl nicht gut getan, hä? Hat ihnen wohl wirklich nicht gut getan, muss man echt sagen, ne? Pille, was sagst du dazu? Mit einem Gerät wie diesem könnte man ernsthafte Forschung betreiben. Ein seltsamer Ort, um ein so fortschrittliches Gerät zu finden. Na gut. Und Mr. Spock? Ein DNS-Synthesizer und ein Replikator. Dies ist eines der fortschrittlichsten genetischen Labore, die ich je gesehen habe. Sehr seltsam. Wie das, Spock? Selbst Besucher dieses Planeten würden eine beträchtliche Anzahl von Artefakten zurücklassen. Die Installation eines einzelnen Genetiklabors entspricht nicht den bekannten archäologischen Methoden. Ja, ist schon komisch, dass ausgerechnet ein Genetiklabor hier zu finden ist, ne? Ja, aber was sagt denn der Tricorder jetzt, Mr. Spock? Hm? Können wir das benutzen hier auf das Genetik-Dings? Dieser DNS-Sequenzer scheint nahezu 50.000 Jahre alt zu sein. Er ist jedoch voll funktionstüchtig und betriebsbereit. 50.000 Jahre. Dieser DNS-Sequenzer ist 50.000 Jahre alt. Er ist jedoch voll funktionstüchtig. Ja, ich weiß. Vielleicht das? Östlich und westlich von diesem Raum werden Lebensformen angezeigt. Okay, 50.000. Da ist so Glibberzeug drunter. Östle, okay. Okay. Da ist so komisches Glibberzeug drunter. Dr. McCoy. Dort wird kein Mediziner gebraucht. Vielleicht doch den Tricorder draufsetzen. Die Werte geben an, dass es sich um Verkrustung neben Oxidationssubstanzen und Staub auch organische Ablagerungen befinden. Willst du vielleicht jetzt? Nein, du sollst nicht den anderen Tricorder scannen. Willst du vielleicht jetzt diese Ablagerung scannen? Da heißt es doch, es ist was Organisches. Offensichtlich nicht, ne? Okay. Können wir das wegschießen? Eine ungewöhnliche Verwendung für einen Phaser, aber durchaus geeignet für die Entfernung von Ablagerungen vom Gerät. Okay, jetzt ist es zumindest weg, das Zeug, ne? Okay.
Alles klar, gut. Dann können wir weitergehen, glaube ich, oder? Vielleicht kann aber auch Mr. Spock sich diese Maschinen nochmal angucken. Captain, Ensign Jones wäre die ideale Person, um dieses Gerät zu bedienen. Es scheint uralt zu sein, ähnelt aber Geräten, die bei der Föderation erst letztes Jahr eingeführt wurden. Okay, dann Ensign Jones. Wow, das Ding hier ist fast genau mit dem 800er Sequenzer identisch. Feinste, modernste Föderationstechnologie. Sie geben einfach eine Probe ein und der Sequenzer analysiert sie, sodass sie auf genetischem Level mit dem Replikator neu verbunden und verändert werden kann. Na super. Und Pille? Okay. So, was soll ich hier tun? Okay, weiß denn nicht. Okay. Aber wir können weitergehen, ne? Dann gucken wir mal, was auf dieser Sache ist. Da ist eine Tür. Asra. Oh, Asra. Ich grüße euch, freundliche Wesen, und heiße euch willkommen. Ich bin Asra, Abkömmling des Volkes der Omeganer. Und ihr seid die Erlösung, auf die wir so lange gewartet haben. Wir danken euch, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid. Mhm. Ein Engel? Eigentlich handelt es sich um eine projizierte Abbildung eines Engels, Mr. Jones. Jim, irgendwo in dieser Maschine, hinter dieser Luke, befindet sich ein Einzeller. Sie weisen einen gesunden Stoffwechsel und eine hohe Lebenserwartung auf, allerdings auch eine sehr geringe Reproduktionsrate. Alles klar, was haben wir hier? Wir sehen hier, eine goldene Projektion zeigt Ihnen eine geschmeidige, lebhafte Figur von faszinierender Schönheit. Die großen Augen strahlen mitfühlende Intelligenz aus. Das dicke Glasfenster und das ausgehende Licht behindern zwar die Sicht, doch haben Sie den Eindruck, dass das lebendes Plasma dahinter umhergewirbelt. Okay. Computerschaltpult, eine konventionelle Tastatur, die mit seltsamen Symbolen versehen ist, die Sie nicht sofort erkennen können. Hat er nicht irgendwas gesagt, dass dahinter ein großer trockener Raum, der riesige alte Stein erinnert Sie an die Bauten in Machu Picchu, Peru. Wer auch immer dieses Gebäude konstruierte, baute es für die Ewigkeit. Okay, gut, dann Tricorder. Was haben wir hier? Die Maschine. Das Gehäuse besteht aus einer Duraniumlegierung und enthält Computerteile, einen tastaturgesteuerten Bildprojektor, eine Kommunikationsverbindung, eine genetische Bank hinter der gläsernen Luke und eine Öffnung, durch die Proben aus der genetischen Bank entnommen werden können. Der Computer ist recht fortschrittlich, Captain, und verfügt über kodierte Engramme, nicht ungleich denen in Dr. Daystroms M5-Computerprogramm. Dies lässt auf künstliche Intelligenz schließen. Okay. Der Computer ist funktionstüchtig, aber ich kann keine Verbindung zwischen der Tastatur und der Maschine selbst finden. Offensichtlich wurde sie so gebaut. Okay. Das Energieniveau hinter diesem Glas ist mehr als ausreichend, um ein Notsignal auszusenden, wie wir es erhalten haben. Okay. Das haben wir schon gehört. Das da unten vielleicht noch. Oder gibt es da nichts? Diese Stromkreise werden von einer Energiequelle gespeist, Captain. Daher sind sie funktionsfähig.
Und jetzt das Ding da. Diese Projektion läuft mit 1000 Einzelbildern pro Sekunde, was darauf hinweist, dass diese Geräte in Hinsicht auf eine Zivilisation geschaffen wurden, deren Sehfunktionen wesentlich besser sind als die der Menschen oder der Vulkanier. Also vielleicht irgendwelche Insekten oder so vielleicht. Gut, also Dr. McCoy, was sagen deine Sachen? Kannst du da was erkennen? Was immer das sein macht, lebendig ist es nicht. Ich kann keinerlei Lebenszeichen feststellen. Gut, vielleicht hier drin? Der Bereich hinter dieser Luke wimmelt nur von Leben. Milliarden und Abermilliarden von Wesen. Irgendetwas stimmt allerdings nicht mit dem Teil des Gens, das die Reproduktion steuert. Ich habe bei einem so einfach aufgebauten Organismus noch nie eine so geringe Reproduktionsrate gesehen. Ich sehe Anzeigen von sehr aktiven Lebens hinter diesem Fenster, Jim. Na gut, der kennt halt auch nur Leben, ne? Na gut, können wir mit dem reden jetzt eigentlich? Also, wo brennt's denn? Seien Sie gegrüßt, ich bin James T. Kirk von der USS Enterprise. Gut, ich weiß, dass Sie in Projektion sind. Wir wollen mit Ihren Anführern sprechen. Okay. Was können wir für Sie tun? Okay. Ich bin Asra vom Volk der Omegana. Einer uralten und ehrwürdigen Kultur, die sich mit allen Kräften gegen die Dominierung dieser Welt durch die dunklen Mächte wehrt. Wir verlangen, dass sie diesen Ort von unseren Todfeinden befreien. Captain, die lohnendste Aufgabe im Leben ist es, die Mächte der Finsternis zu bekämpfen. Wir müssen ihm helfen. Feinde? Diese Welt ist so öde, dass sie alles Leben auf genau diesen Punkt konzentriert. Sollten sie Todfeinde haben, dann haben wir sie bisher noch nicht zu Gesicht bekommen. Über wen sprechen sie hier eigentlich? Die Hauptdirektive verbietet uns. Sie werden mir hoffentlich vergeben, dass ich mich nicht von einem hübschen Gesicht... Okay, über wen sprechen sie hier eigentlich? Ich spreche natürlich von den Alphaanern. Sie sind bösartige, kalte Kreaturen. Sie selbst die heiligsten Ideen pervertieren. Sie klammern sich an ihren ketzerischen Glauben, dass das Leben aus der Finsternis entstand. Wir selbst natürlich das Licht als die sehen natürlich das Licht als die Quelle des Lebens an. Alle Dinge nahmen ihren Ursprung in einer herrlich gleißenden Explosion des Lichts. Eine Explosion des Lichts, ein Motiv, das in Schöpfungsgeschichten häufig auftaucht. Oder in Übereinstimmung mit Urknalltheorie über die Entstehung des Universums. Sie müssen die Welt der Alphaaner ausmerzen. Aus diesem Grund habe ich sie hierher gerufen. Ich weiß, dass sie hier geeignete Geräte vorfinden, um alles Nötige zu tun. Doch lassen Sie sich warnen. Wisner kann sehr überzeugend argumentieren. Ich erwarte Ihren Erfolgsbericht. Gibt uns also den Auftrag, die anderen auszumerzen. Wahrscheinlich gibt uns der andere den Auftrag, sie auszumerzen, ne? Bestimmt, ne? Ich weiß doch, wie der Hase läuft, ne? Okay. Kannst du jetzt nochmal die Wand hier hinten scannen? Okay, da ist nichts. Na gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Denn hier werden wir bestimmt den anderen finden, ne? Oh. Das sieht aber echt nicht nett aus, ne? Willkommen, Erdlinge.
Ich flehe Sie an, retten Sie uns vor den Mächtigen, die unsere Vernichtung anstreben. Wie passend für einen Teufel, in einer Welt zu erscheinen, die der Hölle gleicht. Genug davon, Mr. Jones. Es handelt sich lediglich um eine weitere xenobiologische Einheit. Korrektur, Doktor. Es handelt sich um Projektion einer xenobiologischen Einheit. Jim, die einzelnen Werte, die auf Lebensformen hindeuten, befinden sich in dieser Maschine hinter der Scheibe. Einzeller mit einer extrem hohen Reproduktionsrate, aber einem jämmerlichen Stoffwechsel und einer extrem kurzen Lebenserwartung. Okay. Das ist schon mal gut. Also, die hier sterben schnell, dafür reproduzieren sie sich verdammt gut. Und die anderen reproduzieren sich fast gar nicht, dafür leben sie aber auch ewig, ne? Keine von beiden ist wirklich gut, ne? Was sehen wir hier? Eine riesige, monströse Projektion steht vor ihnen. Zähe Körperflüssigkeiten quellen aus offenen Wunden und gerinnen in langen, übel riechenden Bahnen. In seinen zugeschwollenen, eiterverklebten Augen sehen sie eine Mischung aus Furcht und Verschlagenheit. Ein Computer der Außerirdischen, dickes Glasfenster, dahinter ist lebendes Plasma. Okay, ich würde mal sagen, ich schaue mir nochmal alles mit dem Tricorder wieder an. Also ihn erstmal. Diese Projektion läuft mit 1000 Einzelbildern pro Sekunde, was darauf hindeutet, dass diese Geräte für eine Zivilisation geschaffen wurden, deren Sehfunktionen wesentlich besser sind als die der Menschen oder der Vulkanier. Okay. Mein Rekorder zeigt doch nichts Außergewöhnliches. Da ist ein Bedienfeld. Der Computer funktioniert. Aber ich kann keine Verbindung zwischen der Tastatur und dem Gerät selbst finden. Offensichtlich wurde es ausgebaut. Das Energieniveau hinter dieser Glasscheibe ist mehr als ausreichend, um ein Notsignal auszusenden, wie wir es empfangen haben. Diese Stromkreise werden von einer Energiequelle gespeist. Captain, daher sind sie funktionsfähig. Okay. Gut, Dr. McCoy, kannst du hier was sehen bei dem Typen? Was auch immer das sein mag, lebendig ist er jedenfalls nicht. Ich kann keine Lebensformen erkennen. Glasverkleidete Scheibe strotzt vor Leben. Milliarden und Abermilliarden von Wesen leben darin. Das genetische Muster scheint etwas verkümmert zu sein. Es kommt mir vor, als würde etwas fehlen. Okay. Als würde etwas fehlen. Ja, ich weiß. Und bei den anderen fehlt auch was, ne? Gut, reden wir mal mit ihm, ne? Ich grüße Sie. Ich bin James T. Kirk von der USS Enterprise. Was können wir Sie tun? Und wann kommen die bösen Hexen und Kobolde? Ihr Notruf strahlt und Ihre Behauptung zwingen mich zur Annahme, dass Sie diese Notlage eher einbilden, als sie wirklich wird. Okay, also ich bin Captain James T. Kirk. Ich bin Visna, Abkömmling des Volkes der Alfana. Unsere Kultur war im Besitz dieser Welt und gedieh prächtig, bis die Mächte des Lichts auf unsere Welt eindrangen. Wir befinden uns nun in einem Kampf um Leben und Tod mit ihnen. Sie streben unsere totale Vernichtung an. Sind sie auf ihrer Seite? Nein, sind wir nicht. Ja, das stimmt auch, ne? Wir schätzen weder Krieg noch Zerstörung, Wissner. Unsere Hauptdirektive verbietet die Einmischung interner Auseinandersetzungen. Sollten es jedoch alle Parteien wünschen,
Dann werden wir gerne einen Kompromiss aushandeln. Es tut mir leid, ich finde die Behauptung unhaltbar. Schauplatz. Ja, dann wollen wir mal einen Kompromiss aushandeln, ne? Indem Sie mit Astra sprechen, setzen Sie sich freiwillig der Konfusion aus. Es ist aber ein andererseits verständlich, dass Sie auch seine Seite hören wollen, bevor Sie handeln. Meiner Einschätzung nach werden die meisten von Ihnen gegen die Verschleierung der Logik gewappnet sein und Asras Täuschungsversuche durchschauen. Bitte berichten Sie mir von Ihrem Erfolg. Warum sollten wir warten? Wir haben bereits mit Asra gesprochen. Es überrascht mich, dass Sie seine Ausführungen über diese verzerrte Theologie überlebt haben. Ihre Gattung muss mit großer Geduld gesegnet sein. Hören Sie es nach. Astra ist seiner Sache sicherlich sehr verbunden, aber er ist kaum der blutrünstige Fanatiker, den Sie selbst dargestellt haben. Oder hier verzerrt die Theologie. Es stimmt, dass sich sehr stark von Ihnen unterscheiden. Dennoch basieren Ihre beiden Weltanschauungen auf gemeinsamen Ideen. Sie sehen Dinge aus einer anderen Perspektive. Das ist alles. Okay. Ich würde sagen, wir erfahren das beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, hier bei Star Trek Judgment Rights.